Mit dem Sommer beginnt die Festivalzeit. Auch in Feldkirch ist es ab 3. Juli soweit und das Pulver-Festival wird beginnen und fast 7 Wochen lang andauern. Am Freitag wird mit Artbrut eröffnet. Was wird Musikfreunde während dieser Zeit weiterhin geboten? Wie sieht ein Programmüberblick aus? Also die Pulver wird großteils über das Musikprogramm wahrgenommen und da gibt es heuer einige Highlights. Nach Artbrut kommen noch Kasaya Jones, Trail of Dead, dann die Dropkick Murphys, Grandmaster Flash ist auch sicher ein Highlight, Carl Craig, also es sind durchwegs große Namen, aber, und das macht die Pulver auch aus, es sind zum anderen auch kleine oder zu entdeckende Namen, auch viele österreichische Bands, Ländle-Bands, immer an Mittwochen und natürlich darüber hinaus nicht nur Musikprogramm. Was ist das weitere Rahmenprogramm? Es wird wieder viele Kurzfilmprogramme geben, unter anderem gemeinsam mit Filmriss, mit Vienna Independent Shorts, mit der Alpinale wird es eine Kooperation geben. Also es gibt natürlich auch Kabarett, dann gibt es jeden Sonntag das Jazzfrühstück. Es wird den Brutkasten wieder geben, der wird genau hier hinten in der Wiese stehen. Hier läuft auch eigentlich regelmäßig Filmprogramm, Kurzfilme, auch experimentelle Sachen. Für welche Programmpunkte wird kein Eintritt verlangt? Auf jeden Fall frei sind die Mittwoche, die Ländle-Band-Abende. Es wird immer freier Eintritt natürlich zum Brutkasten sein, ins Wohnzimmer. Also alle Sachen, die auf der Terrasse stattfinden, zum Beispiel Lesungen oder auch Konzerte, werden bei freiem Eintritt sein. Es wird nach jedem Konzert in der Halle wird der Pool bei freiem Eintritt sein. Also zum Großteil sind dort auch Konzerte. Wir haben Eröffnungsabend, zum Beispiel Frittenbude wird bei freiem Eintritt sein. Wie viele Besucher werden in etwa erwartet und wie sieht es mit dem Kartenvorverkauf aus? Also in den nicht ganz 7 Wochen haben wir meistens so um die 20.000 Besucherinnen. Der Kartenvorverkauf läuft sehr gut, heuer. Tickets sichern sollte man sich unbedingt für die Dropkick Murphys, da wird schon relativ eng. Für Calexico und Portugal the Man natürlich. Auch Kasaya Jones läuft sehr gut, der Vorverkauf, und auch Anti-Flag. Die Pulver verändert jedes Jahr ihr Gesicht zum Festival. Unter welchem Design ist denn die Pulver heuer nun vorzufinden? Das heurige Projekt hat gewonnen der Linus Stolz mit seinem Projekt Pulver Light. Es wird sehr viel, wie der Name schon sagt, um Licht gehen. Und das wird ganz stark durch abgehängte Glühbirnen passieren. Und einfach für ein angenehmes Ambiente sorgen werden.